Salvete! Ich möchte heute zeigen, wie man lateinische Verse richtig und schön vorlesen kann. Das heißt, unter Beachtung der Quantitäten und der natürlichen Wortakzente. Trage zunächst die Verschleifungen ein, also Aphorese, Elision, Synalöphe und Synizese. Danach die Längen und Kürzen, so wie du es im Unterricht gelernt hast. Lies die Verse nun zeilenweise, ganz gleichmäßig und monoton. Achte nur auf die korrekten Längen und Kürzen. In nova fertanimus mutatas dicere formas. Corpora diceptis nam vos mutastis sed illa. Aspirate meis prima quap origine mundi, ad mea perpetuum deducite tempora carmen. Wiederhole dies ein paar Mal, bis du die Längen und Kürzen so verinnerlicht hast, dass du bereit bist für den nächsten Schritt. Jetzt markiere auf allen zwei- oder mehrsilbigen Worten den natürlichen Wortakzent. Folge dabei der Penultima-Regel, die besagt, dass der Akzent auf der vorletzten Silbe ist. Es sei denn, die vorletzte ist kurz, dann verschiebt er sich auf die drittletzte. Betone die akzenttragenden Silben nun, indem du sie etwas höher oder auch lauter sprichst. Kleiner Tipp: Zeige mit dem Finger in die Luft, welche Silben das sind, damit du keinen Akzent verpasst, auch nicht, wenn er auf einer kurzen Silbe steht. In nova fert animus mutatas dicere formas. Corpora diceptis nam vos mutastis sed illa. Aspirate meis prima quap origine mundi. Ad mea perpetuum deducite tempora carmen. Wiederhole auch diese Version ein paar Mal, bevor du das oberste Level betrittst, bei dem es nicht mehr um richtig oder falsch geht. Nun überlege, wo du atmest und wo Enjambements, also Zeilensprünge, sinnvoll sind, um inhaltliche Zusammenhänge deutlich zu machen. Welche Worte findest du besonders wichtig? Probiere verschiedene Tempi, Lautstärken und Tonhöhen und als Krönung lerne ein paar Zeilen auswendig und sag sie immer wieder auf unterschiedliche Weise vor dich hin, beim Spazierengehen, auf dem Fahrrad oder unter der Dusche. In nova fert animus mutatas dicere formas corpora. Diceptis, nam vos mutastis sed illa. Aspirate meis, prima quap origine mundi, ad mea perpetuum deducite tempora carmen. Oder schneller. In nova fert animus mutatas dicere formas corpora. Diceptis, nam vos mutastis sed illa. Aspirate meis, prima quap origine mundi, ad mea perpetuum deducite tempora carmen. Oder in einer Art Sprechgesang mit zwei verschiedenen Tonhöhen. Ich probiere mal eine kleine Terz.
In nova fert animus mutata stigere forma scorpora. Diceptis, nam vos mutastis et illa. Aspirate meis, primaqua origine mundi at mea perpetuum deducite tempora carmen. Und wenn jemand von euch Gitarre oder Harfe spielt, sind seiner Fantasie und Kreativität keine Grenzen gesetzt.